Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und willkommen im Deutschkurs. Wie gewöhnlich bin ich Andrea Russen und wie gewöhnlich lernen wir noch ein bisschen Deutsch zusammen. Und wir haben heute auch einen Gast im Studio. Rezwan, hallo. Hallo. Hallo, wie geht's, Rezwan? Sehr gut. Super, das freut mich. Super. Also, heute lernen wir über das Thema Haushalt. Ja? Wir haben letztes Mal über das Thema Wohnen gesprochen und jetzt lernen wir auch, was für Aktivitäten kann man noch im Haushalt machen. So, also heute üben wir die Haushaltstätigkeiten. Wir werden auch über die Lieblingsaktivitäten im Haushalt sprechen und wir werden zusammen die Aufgaben im Haushalt verteilen. Ja? Also wir wollen einen Plan machen. Dafür brauchen wir ein paar Redemittel, wie man Vorschläge macht und wie man darauf reagiert. Ja? So. Und wir beginnen mit den Haushaltsaktivitäten. Rezwan, könntest du mir helfen, diese Aktivitäten zu identifizieren? Die sind alle Aktivitäten im Hausland. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sie helfen uns auch. Ja? Rezwan, was könnte zum Beispiel Nummer 1 sein? Nummer 1 ist den Müll rausbringen. Den Müll rausbringen, genau. Aduce gunoiu. Nicht eine schöne Aktivität, aber sehr notwendige Aktivität, ja. Nummer 2, Rezwan. Kochen. Kochen, ja, super. Und Nummer 3? Wir müssen... Das Geschirr spülen oder abwaschen? Das Geschirr spülen oder abwaschen, genau. Wir haben gekocht, unsere Töpfe, unser Geschirr ist ganz schmutzig, ja. Dann müssen sie abwaschen. Dann müssen wir sie abwaschen. Okay, Nummer 4. Nummer 4 ist das Geschirr abtrocknen. Das Geschirr abtrocknen, genau. Wir haben das Geschirr gespült, jetzt müssen wir das abtrocknen, da wir das in den Küchenschrank legen können. So, und Nummer 5? Die Spülmaschine ein- und ausräumen. Genau, die Spülmaschine ein- und ausräumen. Apune, sau ascoate, vasele din mașina de spălat vase. Und letztendlich Nummer 6? Den Tisch decken. Den Tisch decken, ja, wir wollen ja essen. Und das heißt, wir wollen auch den Tisch decken. Sapune masa. Gut, wir haben noch andere Aktivitäten. Es ist nicht so einfach, ja, einen Haushalt zu führen. Was wäre Nummer 7, Rezwan? Nummer 7 wäre das Bad putzen. Genau, putzen, das ist so Afrika, ja, genau, Akuraza. Nummer 8. Staubsaugen. Staubsaugen und dafür haben wir selbstverständlich einen Staubsauger, ja. Nummer 9. Den Boden waschen. Genau. Nummer 9, ja, den Boden wischen. Ja, und Nummer 10, Rezwan? Das Fenster putzen. Genau, Nummer 10, das Fenster putzen. Und Nummer 11? Das Zimmer aufräumen. Genau, das Zimmer aufräumen, a face curățenie, a face ordine în cameră, ja? Und Nummer 12? Das Bett machen. Das Bett machen, super. Facem și patul dimineața, ja, wenn es geht. So, gut. Und wir haben noch ein paar Aktivitäten. Nummer 13. Unsere Klamotten sind schmutzig, also? Wäsche waschen. Die Wäsche waschen, genau. Die Wäsche, das ist immer im Singular, das merken wir uns, ja. Okay, und das heißt normalerweise Rufe des Spălat, Rufe Murdar. Was ist mit Nummer 14? Wir haben die Wäsche gewaschen, jetzt müssen wir sie... Aufhängen. Aufhängen, genau. Die Wäsche aufhängen, atârna rufele, da? A pune rufele la uscat. So, Nummer 15. Bügeln. Bügeln, genau. Die Wäsche ist jetzt trocken, die Wäsche ist trocken und jetzt müssen wir alle Klamotten, alle Kleider gut bügeln. Und
Nummer 16. Den Boden fegen. Den Boden fegen, genau. Nicht so modern mit dem Staubsauger, aber mit dem alten Besen, ja. Und fegen oder kehren, sagt man noch, Amatura. Und Nummer 17. Haustiere versorgen. Haustiere versorgen, das heißt, ich füttere die Haustiere, ich gebe ihnen Futter oder Wasser. Super. Und jetzt, wir haben hier auch ein paar Instrumente, mit denen wir verschiedene Aktivitäten machen. Versuchen wir, Aktivitäten und Instrumente, den Instrumenten zuzuordnen. Zum Beispiel, zu Besen Nummer 1 passt welche Aktivität? Den Boden oder die Terrasse zu fegen. Genau, den Bogen oder die Terrasse fegen. Super. Nummer 2, das wäre der Staubsauger. Welche Aktivität passt? Die Teppiche staubsaugen. Genau, die Teppiche staubsaugen. Das ist ein langes Verb, ja, staubsaugen. Okay, Nummer 3. Da haben wir dort eine Waschmaschine, ja? Also wir waschen die Wäsche. Also die Wäsche waschen. Die Wäsche waschen, genau, das machen wir mit der Waschmaschine. Super. Und Nummer 4, da ist eine Gießkanne. Wie die Blumen gießen. Die Blumen gießen, genau. Au da florile, die Gießkanne, stropitoarea. Gut. Nummer 5. Nummer 5 ist die Wäschebügel. Genau, die Wäschebügel. Mit dem Bügeleisen, genau. Das Bügeleisen, Fiago de Calcat. Ja, und Nummer 6? Das Essen kochen. Das Essen kochen. Und dafür brauchen wir einen Herd. Ja, der Herd Aragazul. Nummer 7, da gibt es einen Wischmopp. Was macht man damit? Man wischt, also den Boden wischen. Den Boden wischen. Perfekt. Und letztendlich haben wir eine Spülmaschine. Die Spülmaschine, Maschine des Palatwasser. Und was kann man damit machen? Das Geschirr spülen. Das Geschirr spülen. Genau. Super, Kaswan. Jetzt wollen wir auch ein paar Sätze formulieren, wie zum Beispiel hier. Mit dem Besen fegt man den Boden. Also wir benutzen die Präposition mit, ja, und mit funktioniert immer mit dem Dativ. Ja? Das heißt, ja, für Maskulin brauchen wir den Artikel dem, für Neutrum brauchen wir den Artikel dem und für Feminin Artikel der. Ja? Okay, das sollte aber grün sein. So, gut. Also, für Nummer 2. Wie können wir so einen Satz formulieren? Mit dem Staubsauger. Das Verb ist total komisch, ist ein Verb ciudad. Wir sagen, mit dem Staubsauger staubsaugen wir denn die Teppiche. Genau. Mit dem Staubsauger staubsaugen wir die Teppiche. Ja? Genau. Nummer 3, was wann? Mit der Waschmaschine wäschen wir die Wäsche. Mit der Waschmaschine waschen wir die Wäsche. Genau. Waschen wir die Wäsche. Und Nummer 4, was wann? Mit der Gießkanne gießen wir die Pflanzen. Gießen, die Blumen, die Pflanzen gießen. Genau. Nummer 5. Mit dem Bügeleisen bügeln wir die Kleider. Genau. Gießen wir die Blumen.
Genau. Mit dem Bügeleisen, ja, neutrum gießen wir die Blumen, ja. Was ist mit Nummer 6? Mit dem? Mit dem Herd kochen wir das Essen. Genau. Nummer 7? Mit dem Wischmopp wischen wir den Boden. Wischen wir den Boden, ja. Und Nummer 8? Mit der? Mit der Spülmaschine spülen wir das Geschirr. Super, Svan, danke schön. Und jetzt, wir hatten ein paar interessante Verben auf der anderen Folie und wir wollen jetzt sehr gut diese Verben unterscheiden. Ja? Also, wann sagen wir putzen, wann sauber machen, wann waschen, wann wischen oder spülen? Schauen wir zusammen. Ja? Man kann einen Raum, ein Badezimmer, eine Küche, was glaubst du, Kaswan? Putzen. Genau. Oder, wie können wir noch sagen? Auch sauber machen. Genau. Das ist a curăța, da? Putem face curățenie, putem curăța o baie, o bucătărie. Und die Katze hier, was macht unsere Katze? Wascht sich. Was macht unsere Katze hier, die Katze? Wascht sich. Na, das ist putzt sich. Ja. Ah, putzt, okay. Genau, das funktioniert auch so mit Putzen. Die Katze putzt sich. Aber den Hund muss man ab und zu waschen. Waschen, genau. Câinele trebuie spălat din când în când, ja? Die Wäsche auch, die Wäsche waschen wir und zum Waschen. Benutzt man normalerweise viel Wasser und Seife, ja? Multă apă și săpun, ja? Și detergent. Detergent sau săpun. Okay. Man kann einen Tisch oder den Boden wischen. Wischen, genau. So braucht man nicht so viel Wasser. Genau. Wischen, das ist mit wenig Wasser, ja? Gut. Und die Teller kann man spülen. Genau, die Teller kann man spülen. Pentru a spăla vasele, dann benutzen wir das Verb spülen. Man sagt dann, ich spüle das Geschirr. Ich spüle das Geschirr, genau. Ja. Und da wir verschiedene Verben für Körper, ja, Tiere, ja, oder Wäsche haben und für Geschirr, dann haben wir auch verschiedene Mittel, mit denen wir diese Aktivitäten machen. Zum Beispiel, da haben wir das Waschmittel für die Wäsche, ja. Das ist Detergent de Rufe, ja. Und für das Geschirr brauchen wir ein Spülmittel. Detergent de Wasser. Gut, danke schön, Kaswan. Und jetzt denken wir an verschiedene Aktivitäten, an verschiedene Hausarbeiten, die wir jeden Tag oder ein- oder zweimal in der Woche machen oder vielleicht ein- oder zweimal im Monat. Und wir versuchen, sie ein bisschen zu sortieren, ja? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, machen Sie das auch zusammen mit uns. Also, Kaswan, welche Hausarbeiten oder welche Aktivitäten im Haushalt machst du zum Beispiel jeden Tag? Das Bett machen, ja, das sollte man. Ja. Was noch? Jeden Tag wasche ich mich. Waschen, mhm. Ja, du wäschst dich und vielleicht auch Geschirr spülen, ja? Ja. Meine Mutter kocht jeden Tag. Ja, genau, kochen. Das soll man das auch machen. Mhm. Und wir müssen auch essen, also den Tisch. Ja, wir müssen auch den Tisch jeden Tag decken, ja? Ja. Den Tisch decken.
Was könnte man ein- oder zweimal in der Woche machen? Zum Beispiel bügeln. Auch das Bad oder die Küche putzen. Putzen, genau. Das Bad oder die Küche, genau, putzen. Vielleicht den Müll rausbringen, ja? Ja, das kann man auch machen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ich habe keine Idee. Vielleicht bügeln haben wir schon. Ja, das wären die Aktivitäten. Und ein- oder zweimal im Monat. Vielleicht Gartenarbeit. Ja, Gartenarbeit, was können wir noch machen? Oder eine große Putzaktion, ja, wenn man Ja. richtig putzt, ja. Richtig putzen, sauber machen, ja. Und jetzt meine ich das ganze Haus, ja. Ich glaube, das wäre es. Ja. Okay, danke, Reswan. Ich möchte dich jetzt fragen, was machst du gerne im Haushalt? Zum Beispiel, ich putze gern das Bad, aber ich bügle überhaupt nicht gerne, ja. Oder was musst du eigentlich im Haushalt machen? Ich räume mein Zimmer auf. Ja? Also, Reswan, welche Aktivitäten? Jeden Tag muss ich mein Bett machen. Vielleicht als Eltern. Es ist nicht jeden Tag, aber Haustiere, nicht wahr, Reswan? Versorgst ja, du ich die muss. Haustiere vielleicht? Ja, ich muss sie rausfüttern. Auch ich muss das Tisch decken manchmal. Manchmal auch den Tisch decken. Super. Und was machst du gern im Haushalt? Was sind deine Gern. Lieblingsaktivitäten? Meine Lieblingsaktivitäten sind die Wasche spülen, die Wasche spülen, die, nein, nein, das Geschirr spülen, nicht die Wasche, das Geschirr spülen. Das Geschirr spülen? Gut. So, und zum Beispiel, wie oft spülst du das Geschirr? Zweimal pro Woche. Oder auch dreimal. Zweimal. Okay. Zweimal pro Woche oder dreimal. Na, du bist ganz beschäftigt, ja? So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, denken Sie auch daran, wie würden Sie auf diese Fragen antworten, ja? Was machen Sie gerne im Haushalt und was nicht so gerne? Ja? So, und jetzt, Reswan. Sagen wir wohnen zusammen und wir wollen vielleicht unsere Aktivitäten ein bisschen verteilen. Wir üben zuerst diesen Dialog. Ich frage dich zum Beispiel, Reswan, putzt du die Fenster? Und dann sagst du mir, oh Oh nein. nein, ich hasse Fensterputzen. Ich spüle lieber das Geschirr. Okay, und wir üben ein bisschen diesen Dialog. Ich hasse, das ist, ich mag gar nicht, nun platsche der Log, urask, ja. Und ich spüle lieber das Geschirr, meide Grabe oder prefer, könnten wir sagen, das Spülwasserle, ja. Reswan, wischst du den Staub? Oh nein, ich hasse Staubwischen. Aber ich spüle lieber das Gesicht oder ich mache Ich lieber wasche den. lieber den Hund, ja? Ich wasche lieber den Hund. Okay, Ich denke, Geswan, fragst du mich für die nächste? putzt du das Badezimmer? Oh nein, ich hasse das Badezimmer putzen. Ich putze lieber die Küche. So, gut, jetzt haben wir erfahren, was wir mögen oder nicht. Und wir wollen jetzt unsere Aufgaben im Haushalt verteilen. Also, wir wollen einen Vorschlag oder eine Bitte formulieren und darauf reagieren. Schauen wir, du könntest doch die Spülmaschine ausräumen. Ist das ein Vorschlag, eine Bitte oder eine Reaktion, Reswan?
Einen Vorschlag, es ist. Genau. Was wann fegst du bitte die Terrasse? Das ist Eine Bitte. eine Bitte. Ja, genau, da haben wir das Wort Bitte hier. Ja, das mache ich gern. Reaktion. Eine Reaktion und das ist eine positive Reaktion, ja. Super, vielen Dank. Dann gehe ich mit dem Hund spazieren. Eine gute Reaktion. Genau. Was sollen wir machen? Ein Ein Vorschlag. Vorschlag, genau. Du bügelst und ich staubsauge das Wohnzimmer. Einen Vorschlag. Genau, super. Super, vielen Dank. Dann gehe ich mit dem Hund spazieren. Das ist so eine Reaktion. Und oh nein, ich hasse Bügeln. Das ist eine negative negative Reaktion. Reaktion. Genau. Das mache ich. Das mache ich einen Vorschlag. Nein, eine Reaktion. Das mache ich, ja. Das ist eine Reaktion, positiv. Okay. Das geht in Ordnung. Das geht in Ordnung, eine positive Reaktion. Eine positive Reaktion, gut. Wer bringt den Müll raus? Einen Vorschlag. Einen Vorschlag, eine Frage, ja. Okay, dann räumst du auf und staubsaugst. Eine positive Reaktion. Eigentlich eine Reaktion und das ist ja positiv. Ja, gut. Also, wir können dann nächstes Mal die Aufgaben verteilen. Ja, so, ich würde zum Beispiel, Reswan, die Terrasse fegen. Und was möchtest du gerne machen, Reswan? Okay, ich würde gerne die Fenster putzen. Okay. Gut, da haben wir noch einen Plan für die nächste Woche. Und das war eigentlich unsere Lektion für heute. Reswan, vielen Dank für deine Hilfe. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank. Und ich hoffe, Sie können jetzt einen Plan machen und die Aktivitäten im Haushalt gut kennen. Ja? Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.